Da hast du was drauf. Ohne Witz, ich bin gesprungen. Hab R1 gedrückt. Achso, ich muss halt gedrückt halten. Ja, toll. Im Zweifel. Immer gedrückt, ja. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Netto-Fanta schmeckt. Ach, der. Holt ihr alles ohne Zucker? Die schmeckt echt besser ohne. Ach, okay. Ey, der hat mir den Arsch geflogen. Und ist Kratos jetzt seine Arschhaare losgeworden, die sind wegflambiert. Ja, stimmt ja bestimmt. Ja, bestimmt. Einen schönen Teppich hast du, Christian. Ja, danke, den kenn ich irgendwo schon. Ja. Hab ich letztens noch gesehen, als ich Achter war ich ja bei dir. Ohne Spaß, also. Mit Rage-Puls kriegen ist echt viel. Hast du die Schreie gehört? Ja. Crazy. Ich würde jetzt sagen, du kannst rechts ranspringen, aber ich würde auch sagen, du kannst da hochklettern. Aber nee, da sind wir hergekommen. Von da oben? Da runtergerutscht. Achso. Also da dran gesprungen und runtergerutscht. Achso, wir müssen nach unten. Ne, müssen wir nicht. Hä? Dann gehen wir nur nach oben. So. Springen hilft nicht. Rechts nicht. Rechts nicht. Links nicht. Ja, was ist das denn? Du musst doch nach oben. Du musst doch bestimmt durch das Loch. Oh, oh lol. Oh, das habe ich auch nicht gesehen. Ja, aber das haben wir ja schon ein paar Mal gemacht, diese Kette weg. Jetzt ist die Schlange frei! Oh, ich dachte, die fällt jetzt runter, aber die nein, sie ist noch active. Okay. Wie sich das da erstmal anhört? Ah, ich kann ja laufen. Oh, geil. Oh ne, alles cool. Achso, nee, doch nicht alles cool. Lol. Oh, den meinte ich eben. Guck mal, R2. Oh, das funktioniert nicht. Wie sah das? Alter Vater. Mit ihrem Stäben aber echt ganz viel drauf. Ey, probier mal Zeus. Hast du schon mal Zeus probiert? Vor allen Dingen jetzt gucken, dass ich wieder die Knöpfe schaue. Okay, das geht echt ab. Das sieht schon ziemlich geil aus, auch wenn ich nicht ganz checke. Ja, sicher! Das ist halt auch so eine Wo bin ich denn? Keine Ahnung. Ach, links. Ach, da oben! Wie hast du das denn jetzt gemacht? L1 und Viereck. Das ist ja cool. Ich glaube, du musst da hinspringen, links. Hui! Hä? Wie lange soll man denn da? Achso, man muss da ein bisschen hängen. Man muss ein bisschen hängen. War denn mein Rage voll? Geil, das war so. Das weiß ich nicht. Wessen Rage? Dein Rage? Ja, ja, weil das ja funktioniert hat mit L1. Ja, ja, dein Rage. Ja. Ach, der springt ja von alleine. Ich musste gar nicht X drücken. Lol. Ohne Scheiß, Elemente sind voll wichtig in diesem God of War-Teil. Ist wie bei Pokémon. Ja, genau, Leute. Es macht noch mehr vor die Kamera. Was soll das denn? Jetzt absichtlich eigentlich auf Eis gewechselt. Ja. Okay. Welche Orbs gibt Eis nochmal? Ach, Rot. Okay. Abgang, Abgang.
Eigentlich war ich schon in der Schlange drin, aber macht ja nichts. Irgendwie geht hier ganz schön viel kaputt, ey. Überall, wo Kratos hinkommt, ey, scheiß die Wand an. Nice. Das sieht echt gut aus. Ich hab gerade die Musik kurz aufgehört, bei dir auch. Ja, auch. Ich hatte gerade keinen Ton mehr. Weiß der Geier warum? Da musst du jetzt wieder links abrennen machen. Ja, eins. Nein! Nicht den Hund greifen, Kratos. Ach so, das war das Problem. Ein Moloch ohne Waffen ist im Nahkampf gefährlich. Was ist denn ein Moloch? Ich hab keine Ahnung. Alter, das ist ein Scherz, Kratos. Das ist echt ein Witz. Du sollst nicht falsch greifen. Einer der griechischen 10 Gebote. Ja, hier ist alles safe. Kein Problem. Oh. Also manchmal übertreiben sie echt ein bisschen mit der Entfernung der Kamera. Ja, sicher. Vielleicht kommt wieder rechts der Absprung. Jetzt. Sieht cool aus. Oh ja. Also ich hab allerdings ein bisschen das Gefühl, von God of War Teil zu God of War Teil wird der Rätselanteil in den Spielen weniger. Ja, das stimmt. Ja, bei God of War 1, ey, da muss man sich teilweise richtig den Kopf zerbrechen. Ich zumindest. So, zack, alle drei Schlangen dran. Schlangencowboy! Howdy, Partner. Ist gar nicht so einfach, zum Orakel von Delphi zu kommen, ey. Scheiße, wandern. Wie soll das denn normale Menschen schaffen? Ach so, ich dachte gerade, hä? Ja, Dito. Da tut was Legion.
Opfer des Orakelsuchers. Ein großes Opfer, das von dem Propheten Castor verlangt wird, dem neuen Verwalter des Orakels. Schließen wir das Spiel, um den Gegner zu verwenden. Hä? Ja, achso, die Kiste habe ich da schon kaputt gemacht, oder was? Ja. Ja, stimmt. Wo kam denn das Orakel-Ding auf einmal her? Ich denke mal, das wird hier erst spawnen, wenn die Schlangen da dran sind, damit du dann das vergessen kannst. Aber was sind da, also hier so eine Giftfiole oder so, wie soll man das denn in dem neuen Spiel bitte verwenden? Keine Ahnung. Ich habe auch noch nie die Sachen bei God of War 3 in einem neuen Spiel verwendet, die man da alles gefunden hat. Ja, keine Ahnung, was das ändert. Ja, die hast du auch schon? Jo. Bum, 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 bum. 3300 haben wir. Poseidon beben. Okay. Ah, nächster Level Magieangriff freischalten. Ach so, what the fuck, ey. Das heißt, du musst dir die Magie erst verdienen. Hat sie echt extra schon mal zugelassen, Peter. War aber nice. Ja, ich denke doch immer an dich, Junge. So. What the fuck, wer ist er denn? Diesmal werden meine Gaben dem Orakel Hallo. Gefallen. Ich weiß es. Nein. Nein, nein. Meine Gaben. Sie muss sie alle bekommen. Es muss einfach reichen. So hilf mir doch jemand! Das ist ganz schön tragisch. Der Arme. So, mir wird das nicht vielleicht verstehen. Alter, was für Geräusche, ey. Ja, voll krass. Achso. Alter. Nice. Ich frage mich, ob es sinnvoll ist, einfach zu warten, bis der auf den Boden kommt, bevor man sich mit dem anlegt. Was macht denn Organ? Ja, deswegen. Das ist ein verdammt lauter Kampf, ohne Scheiß. Piu, piu, piu. Ja, wie in Star Wars. Du kannst übrigens mit Aros noch zaubern, ne? Alter.
Ja, sicher. Nein. Wo reicht man denn dahin aus? Ja, sehr gut. Mehr! Ach, ist das vielleicht ein Moloch? Lol. Alter, was hat der denn da ausgespuckt? Achso, ein kleiner Mini-Drachen. Alter, der spuckt immer noch mehr von den Dingern aus. Yeah. He's down. Gerade ist halt echt drauf, die Gegner mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Ja, allerdings. Warme Mahlzeit? Achso, weil der Feuer gespuckt hat. Ich verstehe deinen Wortwitz, God of War. So, jetzt komm mal her. Wäre langsamer Zeit. Ja, echt mal. Maschine da mal anwerfen. Wie ist eigentlich der andere Typ da hochgekommen? Das ist mal ganz blöd gefragt. Jawohl, komm zu Papa. Oder gehen wir mal los? Aber wie oft die Kamera in dem Teil so weit wegfährt, dass gerade es einfach nur eine Ameise ist. Ja. Ich glaub, die stehen da drauf. Und schauen wir, sind wir drin? In den Tempel. Charlie Temple. Oh ja, da sind wir drin. Ich dachte gerade, da wäre ein Speicherpunkt, aber das ist ja Quatsch. Es ist ein Hammer. Keule. Keule. Ach.
Ja, so mache ich auch mal die Tür auf. Der Tempel von Delphi. Ich bin gespannt, wie das Orakel aussieht, ohne Witz. Was kommt jetzt? Ah, guck mal an! Wir haben den Gegner neue Farben gegeben. Ja, die können nicht warten. Alter. Hui! Zackig ist er geworden. Alter. Sehr gut. Ja, Sigi! Komm, jetzt war Hündchen angeworfen. Ah, gute alte Taktik. Ich wurde doch gerade weg. Das war ein Treffer. Was macht ihr da? Ich bin vorunter. Alter, der Rest wohl mal ein bisschen im Mund an. Wie das ist hier? Und auch immer die richtigen Attacken. Alter Vater. Das war gut. Das war nicht gut. Achso, jetzt reicht direkt zwei in den Kopf ab. Achso. Immerhin. Treppe ausfahren, sagst du? So, mal eine grüne Kiste wäre, glaube ich, cool. Die hatten wir gerade erst. Ja, grüner Kampf, heftiger Kampf. Der jetzt so heftig war. Ja, du hast halt nicht mehr viel Leben. Das ist jetzt ein Witz. Achso, nee, das ist ein Abgrund. Ich dachte schon. Nö, nö, hier ist nichts. Okay. Ich war hoch. Ah, noch ein bisschen weit. Das auch. Das auch. Das auch. Jetzt geht's. So eine richtige Rampe, da kommst du auch als Rollstufe. Ne, kommst du nicht, das sind so komische Stufen. Halt. Ich wollte gerade die Kamera bewegen. Jetzt sind aber rechts und links. Was ist denn mit God of War los? Wieso? Die Statuen sind angezogen. Entkleide dich, Vibe. Okay, da geht eine Tür. Hier kann man wahrscheinlich was gucken. Oh, was ist das denn? Ist man jetzt in die Zukunft in die Vergangenheit? Ich glaube, das war nicht so gut, dass ich mich da reingestellt habe. Bin mir nicht sicher. Das ist ein bisschen strange jetzt gerade. Ich würde aber sagen, das ist die Zukunft. Mach mal die andere Tür auf, kaputt. Ah, das ist nur begrenzt. Sehr schön. Ah, diese Tür kann nicht geöffnet werden. Ja, okay. Doch, kann sie. Ja, ja, jetzt gerade nicht, aber du hättest die gerade auch kaputt machen können. Achso, ja, ja, aber die Zeit war abgelaufen. Wie ja. Ah, hier ist sie trotzdem offen. Na, dann. Ja, wir zeigen dir nicht nochmal die Sequenz. Na, hast du gut mitgedacht, Santa Monica Studios.
Bäm. Das kann ja jetzt schon wieder überhaupt nicht sein, denn in der Zukunft haben wir die doch schon ausgeräumt. Stimmt. Aber in der Vergangenheit haben wir sie gar nicht gefunden. Ja, deswegen. Ah, Zeitreise ist verwirrend. Notiz des Propheten Castor. Nach der göttlichen Vision des Orakels Atletea darf der heilige Nebel nicht gestört werden. Alle unbeständigen Visionen dürfen nur dem Propheten enthüllt werden. Gorgonenauge. Zeit für ein neues Gorgonenauge. Ja, das hat ja genau gepasst. Ich denke mal, hier in die Richtung können wir nichts mehr machen. Ja, glaube ich wohl auch. Alles andere ist auch zu weit weg. Stimmt. Da ist die grüne Truhe. Einmal grün, blau brauchen wir zwar nicht, aber das nehmen wir auch noch mit. Und da ich mal auf Toilette muss, Peter. Wie viel Zeit haben wir denn schon? Insgesamt? Jetzt diese Aufnahmesession. 2,5 Stunden. 2,5 Stunden ist schon nicht schlecht. Ich würde eigentlich auch langsam mal Feierabend vorschlagen. Okay. War da gerade ein Speicherpunkt? Ja. Juli! Dann machen wir hier für die erste Runde Feierabend und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Haut rein, Leute. Bis moin. Ciao.